Was macht Ihnen jetzt am meisten Sorgen für die Schweiz, wenn wir das ablehnen? Okay. Also für die Schweiz macht mir Sorgen natürlich, dass wir das Problem wahrscheinlich länger rausgeschoben haben, als es sinnvoll ist. Oder wir, die Schweiz ist eine Art ein Honigtopf, wo alle zusammen wollen da noch kommen. Das ist ja klar, wenn ich ein Bulgar wäre, käme ich in die Schweiz. Und selbst wenn ich ein Irländer wäre, käme ich in die Schweiz. Aber die Schweiz kann nicht der Ort sein, wo alle anderen hingehen, nur weil es bei uns besser geht als an anderen Orten. Und mit dieser Niederlage ist eine vernünftige Lösung wahrscheinlich weiter rausgeschoben. Umso schlimmer wird dann die Lösung, weil wenn wir dann bei 10 Millionen reagieren, dann wird sie dann hart, die Reaktion. Aber Sie glauben dem Fall immer noch, wenn die kleine Schweiz jetzt ihre Überbevölkerung sozusagen in den Griff bekommen hat, dann hätte das eine Auswirkung auf die ganze Welt? Nein, nicht. Nein. Wir als Schweizer müssen zuerst mal schauen, dass es bei uns gut geht. Und das ist eigentlich die Idee wahrscheinlich auch von der ganzen Welt. Wenn jedes Land dafür schaut und die Bürger vom Land dafür schauen, dass es in dem Land stimmt, dann stimmt es auf der Welt. Jetzt auch hier in dem Restaurant sind wir ganz live weiter. Schau, Sie sind nur unter Medien. Sind Sie vielleicht ein bisschen zu extrem für die Normalbevölkerung? Ich bin nicht zu extrem. Nein, ich bin ein absolut ausgewogener Typ. Ich bin nur zu klar. Oder irgendwie habe ich den Eindruck, und das hat mich auch bewogen, bei Ecopop mitzumachen, weil die so klar ist. Ich habe den Eindruck, in der Schweiz, wenn Politiker, das ist der Bundesrat, aber auch das Parlament, die wollen immer so eine Wischi-Waschi-Vorlage. Die wollen so unklare Entscheidungen, damit sie nachher können das machen, was sie gerne machen. Das war der Fall gewesen bei der Masseneinwanderungsinitiative von der SVP. Und das hat eigentlich Ecopop hervorgehoben. Es ist ganz klar, was man jetzt machen muss. Und das gefällt mir und dafür werde ich aber auch in Zukunft kämpfen. Also das heisst, Ihr einziger Fehler war eigentlich, dass Sie zu klar waren? Es gibt natürlich organisatorische Fragen. Ecopop ist ein Verein, wo bis vor einem Jahr kaum jemand etwas davon gewusst hat. Und der kleine, unbekannte Verein hat die ganze Politmaschinerie gegen sich in der Schweiz. Aber das ist kein gutes Argument, weil wenn eine Idee stimmt, dann muss sie auch von einem kleinen Verein muss sie sich durchsetzen. Und das muss auch in Zukunft mal so kommen. Das wird auch kommen. Also die Idee stimmt nicht? Die Idee stimmt. Von der Ecopop-Idee stimmt, ja. Es ist ausgewogen, es ist gar nicht extrem, wie man sagt. Es war eine vernünftige Vorlage. Aber wir haben das bei Ecopop nicht geschafft.